Die wesentlichsten Änderungen, das HSG 2014 mit sich bringt, betreffen das Wahlrecht. Bevor wir zu den Details kommen, kurz einen Blick auf die aktuelle Lage. 2005 wurde die Direktwahl der Bundesvertretung unter heftigen Protesten der ÖHA quasi über Nacht abgeschafft. Bemühungen, sie wieder einzuführen, waren bisher nicht erfolgreich. Die indirekte Wahl bringt aber zahlreiche Probleme mit sich. So ist die Bundesvertretung mittlerweile auf 100 Mandatarinnen und Mandatare angewachsen, was die Arbeitsfähigkeit zunehmend einschränkt. Stimmen an kleinen Hochschulen haben 5 bis 10-mal so viel Gewicht wie Stimmen an der Universität Wien. Und Studierende, die an mehreren Hochschulen inskribiert sind, können sogar mehrmals indirekt für die Bundesvertretung wählen. Außerdem sind in den verschiedenen Hochschulsektoren völlig verschiedene Vertretungsstrukturen eingerichtet, was dazu führt, dass die ÖH-Struktur als Ganzes nicht gerade leicht zu verstehen ist. An Universitäten wird alle 2 Jahre im Mai gewählt, an Fachhochschulen jedes Jahr im Sommer bzw. eigentlich auch im Herbst. Die pädagogischen Hochschulen wählen jedes Jahr im Herbst und selbstverständlich funktioniert die Entsendung in die Bundesvertretung in keinem Sektor gleich. An den Privatuniversitäten gibt es überhaupt keine einheitlichen Regeln, sondern die Studierendenvertretungen sind, sofern sie existieren, in der Satzung der jeweiligen Privatuniversität geregelt oder als Verein organisiert. Das alles soll sich mit dieser Novelle ändern. Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass bereits 2015 alle Studierenden die ÖH-Bundesvertretung wieder direkt wählen werden. Gleichzeitig wird das Wahlverfahren über alle Hochschulsektoren hinweg vereinheitlicht, sodass an Universitäten, Fachhochschulen, pädagogischen Hochschulen und Privatuniversitäten die Wahlen gleichzeitig und nach einem einheitlichen, leicht verständlichen Wahlrecht abgehalten werden. Insgesamt bedeuten diese Maßnahmen eine erhebliche Demokratisierung der ÖH-Strukturen. Mindestens genauso wichtig ist aber die Neuregelung der Wahlberechtigung, über die nun Viktoria Spielmann sprechen wird.